Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Wonderful, good morning. Ja, jetzt sind wir vor einer halben Stunde etwa abgeholt worden von so einem Guide. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu so einem Elefantenpark. Und ja, jetzt halten wir gerade in so einer Station an, trinken schön Kaffee. Und ja, der hat uns so einiges über Elefanten erzählt und verschiedene Parks, die halt Schabernack treiben und so weiter. Und allgemein über Elefanten und was die Thailänder und die Regierung dafür machen. Hat sich bisher ganz gut angehört und schauen mal, ob das dann auch wirklich so ist, was er uns ja versprochen hat oder erzählt hat über die Elefanten, dass sie genügend Platz haben und so weiter. Met jou in de jungle, we ready te rambo, nou dat is geen probleem. Kalender op de koelkast, we komen dichterbij, schat. Blijkt dat groot is dat geen plek voor jou en mij was. IJsstand, rennen in de jungle, net als Mowgli. Misschien ben je eenzaam, maar die loopt. Hey schatje, waar ben jij dan? Kom eens naar me toe en volg mijn plan. So, wir sind jetzt mittlerweile an dem Elefantenpark ankommen und es ist voll das schöne Tal. Und jetzt haben wir gerade Elefanten gefüttert und ja, mal schauen, was uns jetzt noch so da ist. Wir können an den Tropen, Abenteuerchen in den Dschungel ist goedkoper. Rest auf Frucht und Blöcke von den Bomen. Kau je op, wir gaan op reis, zijn we terug, will ich dat je hebt genoten. Sag mir, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de Dschungel. So, jetzt haben wir die Elefanten ein bisschen gefüttert. Und jetzt gehen wir mit denen mal ein bisschen durch den Dschungel, dass wir sehen, wie die im natürlichen Raum halt fressen und so weiter. So, wir sind jetzt am nächsten Punkt von unserer Tour heute. Wir sind jetzt am Chiang Mai Grand Canyon hinter mir und der hat jetzt gerade erzählt, es ist jetzt kein natürlicher Grand Canyon, sondern die haben halt damals so Kies und so abgebaut, um Straße zu bauen und dann kam halt auch das Grundwasser nach oben und hat es gefüllt und jetzt, das war 30 Jahre bisher und jetzt nutzen sie es halt, haben es umfunktioniert hier als Wasserpark, da gibt es so Ziplines und so Springtürme und so weiter. Ja, sieht aber ganz lustig aus, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, so unser Ausflug ist für heute beendet. Jetzt waren wir nur in dem Grand Canyon und sind noch ein bisschen rumgesprungen, also Cliff-Jumping gemacht, noch ein bisschen und noch ein bisschen gebadet dort. Und jetzt sind wir wieder zurück im Hostel. Und ja, das war jetzt unsere Tour heute und mal schauen, was wir dann heute noch so machen. Wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen chillen und dann duschen und so Zeug und dann, ja, mal schauen. So, ja, jetzt ist nicht mehr viel passiert. Wir waren noch mal wieder im Essen. Und ja, der Basti und ich, wir sind jetzt hier gerade am Planen. Der macht gerade seine mega Kapelle hier an, während ich filme. Und ja, jetzt haben sich meine Pläne schon wieder zweimal geändert, seit ich hier gerade plane, weil ich habe gerade ein kleines Zeitfenster, bis mich jemand besuchen kommt. Und ja, ich muss aber davor noch das Land verlassen, wegen meinem Visum. Und deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie ich das jetzt am besten deichse. Ja, aber heute passiert nichts mehr Spannendes, deswegen sieht man sich gleich wieder. A wonderful good morning.
Ja, der Basti und ich, wir haben jetzt entschlossen, wir gehen jetzt gleich zum, wie heißt es, Monk Chat. Da kannst du mit so einem Mönch scheinbar irgendwie ein Gespräch führen. Keine Ahnung, eine Stunde, Open End, stand nichts dran. Das wäre echt ganz cool, das wollen wir jetzt machen. Und ja, heute Mittag haben wir überlegt, was steht so aus. Entweder ein verlassenes. Ja, entweder genau, ein Lost Place anschauen oder eine Cooking Class machen. Mhm. Ja, aber mal gucken. Jo, dann schauen wir mal, wie das jetzt wird im Mönch und ob es was wird. So, jetzt haben wir uns gerade von so einem roten Taxi, da fährt's, haben wir uns jetzt gerade herfahren lassen. Das war schon ein Stück. Jetzt haben wir gerade festgestellt, da wo das Office ist für den Monk-Chat, da ist nebendran nur den Palast. Das sieht echt ganz, oder was heißt Palast? Tempel. Das sieht echt ganz gut aus, da laufen wir jetzt gleich mal rein. Hat so eine riesige goldene Pagode. Stunde jetzt oder so etwa waren wir jetzt im Gespräch mit so einem Mönch und es war richtig interessant, was der eigentlich so den ganzen Tag macht und dem sein Blick auf sein Leben und die Weltanschauung, kann man so sagen, oder? Und ja, aber jetzt nach der Stunde ist schon, das ist schon ziemlich anstrengend, sich da dem Ganzen zu öffnen und sich mit dem auseinanderzusetzen, hätte ich echt das nicht gedacht. Und ja, deswegen mit Basti. Ich glaube noch zum Friseur und ja, jetzt gehen wir mal ins Hostel zurück erstmal. Ja, aber mega gut. Wir haben uns jetzt kurzerhand entschieden, statt ein Cooking Classes Lost Place anzuschauen, haben uns jetzt einen Roller gemietet und sind jetzt hierher gefahren. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da einen Eingang finden und ob das alles, ob das uns taugt und ob das cool ist. Ist ja nicht ganz so legal sowas anzuschauen, aber ein bisschen Nervenkitzel braucht man ja. Schaut, das ist hier so ein Apartmentkomplex, den haben sie angefangen zu bauen und dann aber irgendwie nicht vollendet und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Im Gebäude drin und hier hinten drehen die, glaube ich, Musikvideo oder sowas, so Einheimische oder was auch immer das sind. Und ja, sieht echt schon richtig cool aus hier. Richtig verlassen halt alles, nur eigentlich das Betongerüst von so alte Pfeiler hier. Beziehungsweise ist ja nicht fertig gebaut worden, vermutlich. Und ja, überall Sprayereien und so. Jetzt schauen wir mal, was man hier, wie weit man da hoch kann im Komplex. Mal schauen. Ja, aber so wie das hier ausschaut, muss es hier schon ein bisschen eingerichtet gewesen sein, oder ich weiß nicht, ob das sogar bewohnt war. Wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht, aber hier stehen halt schon so Schränke und da die Wohnungen oder was auch immer das hier sind jetzt teilweise schon, da war mal Putz dran und hier im Fenster waren schon drinne und Leitungen verlegt, das haben sie alles wieder rausgerissen. Keine Ahnung. Ach, sieht echt mal cool aus. Ist mal so zum Sehen, so ein verlassenes Apartmentkomplex. Hier draußen, also die Außenanlage da, haben sie auch irgendwie, weiß nicht, was das alles war. Aber ist jetzt auch alles völlig marode. Und hier hinten, unten, da wo jetzt der Typi sogar ist, da haben sie sogar so eine Poolanlage hinbaut gehabt. So scheint vielleicht was Besseres zum gewesen sein, eine modernere Wohnanlage. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Gebäudekomplex, das einzige, wo es noch hoch geht, ist hier. Da ist nur so ein aufgesetztes, rundes Ding. Mal schauen, ob man da noch hoch kann. Aber ich glaube, es ist eher nicht so, wie es aussieht. Keine Ahnung, ob es was das mal war oder das Penthouse-mäßig oder hier auf jeden Fall aber cool aus. Und hier oben sieht jetzt so aus und ja, hier drüben
hat es jetzt eine richtig gute Aussicht. Hier hinten irgendwo, da sieht man sogar eine Tempelanlage und so weiter. Richtig cool, hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, dass wir hierher gekommen sind. Richtig gut. Jetzt sind wir gerade am letzten Stockwerk hoch und hier, wenn man da hochläuft, hat sogar so Teppichboden schon. Und hier oben, das sieht hier aus, wie wenn das mal so eine Bar oder irgendwas war. Und da oben hat so Spiegel und so. Also, keine Ahnung, es wäre mal interessant zu erfahren, was das eigentlich früher mal war. Jetzt sind wir wieder ganz unten und so sieht es von hinten aus. Hier ist der Pool und hier geht so ein Rondell ganz der Weg hoch. Hier sind die ganzen Apartments oder Hotelzimmer, je nachdem. Hier oben ist das Bar-Restaurant, was auch immer. Und hier geht das Treppenhaus runter. Ja, war ein richtig guter Ausflug jetzt. Und ich denke, jetzt machen wir uns gleich wieder auf den Weg zum Hostel zurück. So, jetzt sind wir eine Weile mit dem Roller gefahren. Jetzt sind wir hier bei Mango Mania angehalten hier. Und haben uns jetzt einen geilen Mango-Kokos-Smoothie rausgelassen. Also ich muss sagen, der schmeckt richtig, richtig geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier anzuhalten, weil wir haben nämlich ein Schild gesehen gehabt. Irgendwie Mango-Festival, aber keine Ahnung, das ist hier, glaube ich, dann doch nicht. Basti, was sagst du zum Mango-Shake? Gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Die haben Premium versprochen und da ist sogar Premium drin, also finde ich jetzt. So, du Basti, nee, wir sind gerade auf dem Weg zum Saturday Night Market in Chiang Mai. Und ja, jetzt fahren wir da mit dem Roller hin. Ich bin jetzt endlich mal Beifahrer, Mitfahrer und kann das ganze Geschehen mal dokumentieren mit der Kamera. Und ja, hier ist ein guter Feierabendverkehr und dann schauen wir mal, was uns am Night Market erwartet und was da so Tolles zum Essen gibt. Schaut mal den Verkehr hier an. So, jetzt sind wir am Night Market ankommen und hier, der ist ewig lang, also wir sind jetzt bestimmt schon 500 Meter gelaufen, das reicht wahrscheinlich gar nicht und es geht immer nur in die andere Richtung, keine Ahnung, ewig. Ja, jetzt lautet so, ja, was hat's hier? Wie würde man das am besten beschreiben, was hier hat? Kunsthandwerk. Kunsthandwerk. Textilien. Ja, Textilien, so Elefantenhosen, also die, wo es hier überall gibt. So, hier so Holzschnitzereien, Zeug, Tücher, Sarongs, alles mögliche und natürlich Essensstände. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich habe schon wieder Hunger. Und ja, mal gucken. Nehmen wir hoch. So Leute, ich probiere jetzt hier zum ersten Mal, hier ist mal ein bisschen höher, zum ersten Mal so. Was sind das alles, Basti, sag mal? Das sind Grillen, das sind Grashüpfer, das sind Maden, das sind, Lauter so Weiter wollt ihr es nicht wissen. Lauter so Grabbelfier, so sieht es zum Beispiel aus. Und der schmeckt voll crunchy so, also schmeckt echt gut eigentlich. Also so für so einen Snack, das ist wie Chips eigentlich. Schmeckt nach nichts Besonderes, ein bisschen grasig, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht, was das genau war. Ich habe mir nämlich hier so einen Mix zusammenstellen lassen. Aber was gibt's hier noch?
Ja, nochmal so ein Teil. Same, same, but different. Ja, so, keine Ahnung. Nimm mal eine Made. Eine Made nur. Hier ist so ein Bambusbogen. Ja, den krieg ich nicht. Krieg ich nicht aufgespießt. Wo ist Made? Ja, Made. Boah, die sind voll. Boah, da hast du was davon. Da ist Material dabei. Das ist gut. Ja, jetzt gehen wir noch weiter im Food, machen früher noch ein paar andere Spezialitäten aus. Richtig super. So, ja, jetzt hat es angefangen zu regnen. Jetzt stehen wir hier gerade vom 7-Eleven und haben hier gerade ein Bier geholt, weil was anderes kann ich ja beim Regenwetter nicht machen. Und ja, morgen geht meine Reise weiter in eine große Stadt, nämlich nach Bangkok. Und dann könnt ihr wieder einschalten, seht ihr ja, was ich dann in Bangkok so treibe. Deswegen beende ich heute den Vlog, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute.